Ja, wir haben heute einen Änderungsantrag zu einem Antrag der SPD gestellt, wo es darum ging, dass man das Planverfahren neu eröffnet. Nur die SPD hat halt schon gesagt, wie sie sich das vorstellen. Sie wollen gerne ein neues architektonisches, städtebauliches Ideenwettbewerb. Da haben wir gesagt, so nicht. Wir wollen erstmal gucken, kann da vielleicht an Nutzung entstehen? Was sind so andere Ideen an Bebauung? Und zwar ein offenes, transparentes Verfahren haben wir gefordert. Und nicht wieder nur ein Ideenwettbewerb, sondern dass man erstmal auf die Bürger die Ideen sammelt, auch die Eigentümer, die Ideen der Eigentümer sammelt, das alles zusammentut. Und wie man das dann nachher, in welchem Verfahren man das macht, das haben wir offen gelassen, weil wir denken, das ist sehr schwierig jetzt, das Verfahren zu wählen. Es ging jetzt auch die Diskussion im Rat darum, dass wir die Zeit rauszögern wollen durch ein offenes Beteiligungsverfahren und so. Da sind wir der Meinung, das ist gar nicht notwendig, dass die Zeit dadurch länger wird. Aber der Bebauungsplan wird dann wenigstens besser und hält vielleicht mal länger als 2 Jahre.